Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi, wir sind auf Reisen. Und zwar bin ich am überlegen, was ich mir jetzt zähme. Ich hätte ja sehr gerne einen Alpha-Trike. Und dafür braucht man logischerweise Kibbel. Ich habe schon 5 Xeno-Kibbel, die kann man natürlich auch verwenden. Aber das wird definitiv nicht reichen. Und für Trikes braucht man ja die Kibbel vom Carnoeye. Also habe ich mir gedacht, ich mache mir mich jetzt, beziehungsweise wir machen uns ein Char. Sehr gut. Perfekt. Besser kann es doch nicht laufen. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach Carnos. Sehr gut. Haben wir auch gleich noch Raw Matten bekommen. Und, ach, perfekt. Wie das hier manchmal so läuft, das ist echt krass. Wir machen uns auf die Suche nach Carnos. Wir brauchen auf jeden Fall einen weiblichen und einen männlichen. Sonst funktioniert das nicht. Ein Alpha Petri wäre natürlich auch was Tolles. Der wäre gar nicht mal so schwer. Also im Sinne von kibbelmäßig. Ihr wisst, was ich meine. Denn die Petris fressen ja Dodo-Kibbel. Und da haben wir durch Zufall genug. Level 60 ist der aber nur. Das ist ja gar nichts, lieber Alpha Petri. Da bin ich ja viel stärker. Und außerdem wird es schwierig, den zu zähmen. Denn ihr seht, der ist verdammt schnell. Und ich treffe den nicht mal mit der Barrel. Ich will einfach nur sehen, wie viel mache ich dir Schaden. Vielleicht töte ich dich auch. Vielleicht auch nicht. Ja, nochmal getroffen. Ich meine, Level 60 ist jetzt nicht so ultra stark. Und ich glaube, der ist auch schon ein bisschen blutig. Komm schon. Ja. Fliegen wir halt an ihm vorbei. Das ist natürlich auch was. Perfekt. Müssen wir uns wieder rantirschen. Barrel rollen. Komm schon. Ja. Sehr gut. Ja, der ist locker nach ein, zwei Schlägen noch. Okay. Ein bisschen braucht er dann doch noch. Aber so fliegen wir auf jeden Fall hier in Richtung Carnos, hoffe ich. Ich habe halt keine Ahnung, wo es die hier gibt. So, sehr schön. Okay, ein bisschen braucht er wohl doch noch. Und ich habe keine Ahnung, wohin das ist. Das ist der Ernst. Oha, große Base. Und Alpha Petri weg. Was soll's. Aber ich habe auf jeden Fall in einem der Anfangsfolgen irgendwo hier waren da Carnos. Bin ich mir ziemlich sicher. Beziehungsweise können wir auch einfach vielleicht zu unserem Zap-Tap und da auf der Insel waren bestimmt Alpha Carnos. Schaut mal. Da ist doch ein Alpha Trike. Level 40. Was sind denn das für Noobs, die hier gerade nur rumrennen? Das ist ja echt nervig. Würde ich mal sagen. Wir dürfen uns halt nur nicht in denen verheddern. Sonst macht er uns platt. Ja. Und wie immer macht er halt die Barrel Roll nicht da, wenn ich es gerne hätte. Aber ich muss diesen Low-Level Alpha Trike jetzt einfach mal killen. Sonst taucht ja gar kein guter auf für uns. Und dann brauchen wir auch keine Counter-Kibbel. Denn mit einem Low-Level Alpha Trike will ich hier gar nicht anfangen. Oh, hat noch ein paar andere Trikes dazugeholt. War ja klar, dass du das nicht ohne Hilfe schaffst. Mich zu wow, besiegen. Aber ihr seht, der ist echt schnell. Okay, den normalen Trike haben wir schon gekillt. Es wird halt schwierig, Stamina zu regenerieren. Na, okay. Wir brauchen einfach nur ein bisschen einen höheren Punkt. So. Da vorne sehe ich ihn. Wir regenerieren kurz.
Denn der will uns immer noch töten. Bam! Dich getroffen wenigstens? Nein. Warum denn auch? Boah, Leute. Das ist echt... Ich weiß nicht, bin ich einfach zu blöd für den Petri oder... Keine Ahnung, habe ich jetzt den Alpha Ankylo noch mit angepiekst? Das kann gut sein. Yep. Der will mich jetzt auch vernaschen. Das ist doch cool. Aber ich will diesen Track nicht hier rumrennen lassen. Der ist so schlecht. Der macht nicht mal richtig Schaden. So, komm schon, ich weiß, er ist sehr nah hinter mir immer. Das ist ja immerhin was anderes als... Wo ist er? Da. Da hat er sich doch kurz zwischen den Bäumen versteckt. Mann, 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 Mann. Okay, ja. Das ist natürlich ungünstig, wenn ein zwei Alpha-Viecher verfolgen. Oh, Entschuldigung. Aber ich denke mal, den Ankylo können wir loswerden. Irgendwie. So. Und da haben wir ihn. Perfekt. Schaut euch das mal an. Gut, die Xenokübel hatte ich schon. Ah, wieder nur ein Saphir. Aber das macht ja nichts. Ich sehe hier trotzdem noch keine Karnos rumrennen irgendwo. Oh, das ist eine coole Base. Ich glaube, das ist... Ja, die beim See ist. Wo wir die Siliziumperlen gesammelt haben. Warum ist das so hell? Gamma habe ich nicht. Keine Ahnung. Nee. Wird nicht besser, die Sicht. Sorry, Leute. Wir porten uns jetzt erstmal zu unserem Baumhaus. Also zu unserer Baumplattform. Und schauen dort auf der Insel mal nach. Wo denn da die Karnos sich rumtreiben? So. So. Perfekt. Und da sind wir. Ihr könnt übrigens der Teleporter... zeigt euch ja auch ans Maxi-Zap-Tab. Und da könnt ihr auch gern euch dorthin teleportieren und euch Zap rausnehmen. Wie schon gesagt, nehmt euch raus, es ist mehr als reichlich da. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal auf der gefährlicheren Insel. Theoretisch. Bis jetzt sind hier halt Brontos und was auch immer das für ein Drache ist. An den wage ich mich jetzt einfach mal noch nicht. Denn, wie es halt dann immer so ist, alles wird schneller sein als ich. Das Problem ist dann nur, den Kano von der Insel auf meine Insel zu bringen. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Ein Bone Rex. Ja, ihr seht, die Insel hier ist definitiv gefährlicher. Mantis! Ich rieche Chitin. Whoops. Ich bin echt zu schnell. So. Keine Ahnung, was ich jetzt hier alles kill, aber... Ich mach's einfach mal. Die Mantis, liegt die hier jetzt irgendwo, oder? Keine Ahnung. Der Rex ist natürlich cool. Ach ja, der schreit ja auch so. Hey, warum... Warum willst du mich denn jetzt auf einmal? Vergiss es. Oh! Was ist da denn los? Akumas Dragon God. Sehr cool. Also ihr seht, ja, die Insel. Die hat's in sich. Ich höre immer noch die Musik. Aber... Kanos? Gerade eher weniger. Allos halt.
Wer will denn Alus? Ich will jetzt kein Alu. Mann. Ach ja. Der Blutungsschaden der Allosauren. Beziehungsweise, dass sie einen dann so ewig langsam machen. Das ist natürlich echt doof. Ich könnte mich auch auf eine andere Insel porten. Denn ich sehe hier echt nirgends Kanos. Hier sind nur diese dämlichen Allos. Da hinten ist jetzt noch was gerannt. Nee. Das war nur der dämliche Galli. Hm, Rex hatten wir. Zwei sogar. Abgesehen von dem Bone Rex. Ich bin echt versucht, so einen Rex mitzuziehen. Das wäre halt wirklich auch toll. Und was macht das? You take increased damage. Achso, okay. Ja, das macht ja nichts. Ich muss jetzt erstmal immer den richtigen treffen. Dass der Schwache dann erstmal weg ist. Zack. So, lass ihn dir halt nicht schmecken. Was bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn? Ja, alles gut. Was ist das? Ist das so ein Pygmy? Ein gelbes halt. Das kann durchaus sein. Nein! Ich weiß jetzt nicht, wen ich von den beiden getroffen habe. Ja, aber es ist auf jeden Fall so eine Pygmäe. Sonst hätte der Rex mich nicht auf einmal angegriffen. Denn das ist ja so bekanntlich, in ihre spezielle Fähigkeit, dass dann die Dinos alle auf einen losgehen. Ja, mach halt die Barrel Roll wieder nicht. Dämlich. Trapsman. Wo ist der Trapsman dazu? Stand da gerade einer? Nee, ist nur eine Tasche. Okay, auch gut. Oh. Hast du das gesehen? Der war eigentlich schon weg. Um die Kurve rum. Hui. Ja, der Rex ist gerade beschäftigt. Mit dem Pronto. Das ist sehr gut. Und ich weiß nicht, wie viel Leben diese Spigmenvieh hat. Aber es hat auf jeden Fall schon gut Schaden genommen. Würde ich mal behaupten wollen. Warum trifft es das nicht? Komm schon. Darf halt nicht an Leben regenerieren. Das wäre schlecht. Wir haben schon wieder bald keine Stamina mehr. Ich glaube, ich muss Robin mal ein bisschen mehr auf Stamina leveln. Wobei wir da bis jetzt ja eigentlich nicht so die Probleme damit hatten. Komm schon. Techraptor. Ja, den brauche ich jetzt nicht. Lass dir zwar nicht mal in Ruhe, ich will die Pygmäe hier töten. Dann komme ich. Ach, okay. Wir kämpfen miteinander, das ist auch gut. Kämpfe wenigstens nicht mit mir. Und ich habe Zeit hier ein bisschen versuchen. Wie viel Leben haben die Viecher denn? Also ich habe auch keine Ahnung, Leute, ob sich das jetzt lohnt. Aber wenn ich so ein Vieh sehe. Dann will ich das eigentlich immer... Ja! Jetzt kommt der Rex auf mich zu. So, den locken wir jetzt mal kurz weg. Damit wir dann in Ruhe die Pygmäe ausnehmen können. So. Da liegt das leuchte Ding. Schaffen wir. Leute! Habt ihr das gesehen? Alter! Ein Alpha-Wyvern-Sattel!
Alpha Tussotoides Sattel. Alpha Direwolf Sattel. Oh mein Gott. Das ist ja geil. Ohne Mist, Leute. Ich weiß, es hat sich gelohnt. Jetzt bin ich viel zu schwer. Manu. Aber ich will den Rex eigentlich gerne legen. Ich hätte da schon ziemlich Bock drauf. Auf einen Rexy. Sehr gut. Barrel Roll funktioniert, ne? So. Rein theoretisch. Kommt er doch nicht hier hoch, oder? Was macht er jetzt dort hinten? Ah ja. Es sucht sich halt sein Essen. Das ist okay. Solange er hier nicht... Oh, Raptor. Das wäre es ja gewesen. Ich lande hier und werde von Raptor gekillt. Oh, vielleicht noch einer. Naja, nur zur Sicherheit, ne? Raptor-Ei? Nee. Pachi, was? Pachi, irgendwas aus Saurus. Frag mich nicht. Ich weiß nicht, was mich gleich angreift. So. Fangen wir mit dem Rex an. Da unten sind ja theoretisch keine Dinos, die ihn töten. Komm schon. Du kannst dich auch mal auf mich konzentrieren. Denn ich schieße dich jetzt hier die ganze Zeit ab. Oder du konzentrierst dich halt auf alles andere und merkst gar nicht, dass du langsam betäubt wirst. Ist auch okay. Komm ich klar damit. Jo, chill. Der ist so lang. Uah, der kommt hier hoch, der kommt hier hoch. Oh Gott. Warum? Sonst kommen die nie irgendwo hoch, vor allem wenn man drauf sitzt. Boah. Da hatte ich echt kurz Schiss. Vor allem, weil der auf einmal neben mir stand. Aber okay. Das... Ja, gut. So ist es dann halt. Ich will ihn trotzdem noch. Dein Ernst, hast du jetzt den Tech-Parasaurus angegriffen? Okay, es interessiert den Tech-Parasaurus zum Glück nicht. Und im Moment frisst er noch. Jetzt sollte ich aber wieder... Tja, wo lockt man den jetzt am dümmsten hin? Komm mal mit. Sehr schön, dass du jetzt hier... Da ist jetzt ein Kano, ist das euer Ernst? Ihr wollt mich alle ärgern? Na, guck mal. Hat er schon wieder was zum Kauen gefunden. Na. Keine Ahnung, wie betäubt er jetzt noch ist. Aber ich schieße jetzt einfach mal weiter drauf. Ja, er ist sehr betäubt. Denn er will wegrennen. Kumpel. Wo willst du hin? Das wird lustig, wenn er jetzt mitkriegt. Oh nö, ich will doch nicht wegrennen. Oder so. Okay, ich will doch noch wegrennen. Na, jetzt lass mich das schießen. Also manchmal ist es hier verbuggt, glaube ich. Da will ich zielen und schießen und das macht's halt einfach nicht. Warum auch immer. Komm schon. Ich will den Rex. Na los. Ich dachte, er kommt.
Oh, Alter. Komm. Und da liegt er. Leute, da liegt er. Sehr cool. Schaut's euch an, da liegt unser neuer Rex. Keine Ahnung, wie wir ihn nach Hause kriegen, aber da liegt er. Haha. Sehr gut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben einen Rex gelegt. Jetzt machen wir ihm mal ein bisschen Hunger. Hoffentlich, ja. Ich dachte, da wäre gerade schon wieder Angriffsmusik gewesen. So, und nochmal. Oh Gott. Der ist ja relativ schnell. Fertig. Cool. Leute, dann warten wir noch kurz ab, bis hier unser neuestes Mitglied fertig ist. Falls er jetzt weiter frisst, wenn nicht, dann halt wir schon mal eben nach dem Kanu, den ich vorhin hier gesehen habe. Denn das war ja unser eigentliches Ziel. Ja. Nee. Hier sind jetzt wohl nur noch die. Okay, auch gut. Na, sehr schön. Jetzt können wir uns halt überlegen, wie wir den Rex zur Plattform kriegen. Auf die Plattform drauf und rüber. Puh, schwierig. Ich könnte natürlich den Teleporter einfach abbauen und nach unten bauen. Damit wir uns halt wirklich mit ihm in die Base erstmal teleportieren können. Schaut euch das an! Er ist männlich! Er ist männlich! Yay! Endlich habe ich einen männlichen Rex! Und einen Haufen Sättel. Ohne Mist! Ich werde jetzt immer, wenn ich so eine Pygmäe sehe, werde ich die töten. Ja! Jumper! Willkommen, Jumper! Ah, ist das cool. Ist das cool? Okay, komm. Wir suchen uns jetzt irgendwie den Weg. Ach ja. Zur Plattform. Und ich würde mal sagen, damit geht's in der nächsten Folge weiter. Während ich mir hier überlege, wie wir da vorbeikommen. Wir gehen am besten einen großen Bogen. Da ist auf jeden Fall unser Jumper. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wow, und da kommt ein Pronto. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Macht's gut und tschüss.